Weiter, Zeit ist 20 nach 4. Weimarer Republik, neue Sachlichkeit. 1932. Begriff. Der Begriff neue Sachlichkeit ist eine Stilbezeichnung für die Malerei und Literatur in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein Jahrhundert bevor. Die Autoren der neuen Sachlichkeit legten Wert auf eine objektive Darstellung der sozialen und ökonomischen Wirklichkeit. Historischer Hintergrund. Zu den wichtigsten historischen Einflüssen auf die Autoren der Weimarer Republik gehörte der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 und die Entstehung der Republik. Die Geschichte der Weimarer Republik wird in drei Phasen eingeteilt. Krisenjahre 1919 bis 1923, die Goldenen Zwanziger von 1924 bis 1928, sowie die Weltwirtschaftskrise, der Untergang von 1929 bis 1933. Jetzt leben wir mehr besser. Wir leben mehr gut. Keine Kriege bei uns, keine Wirtschaftskrise, große. Literatur der Weimarer Republik. Die Organisation von Schriftstellen war eine Gegenreaktion auf die Richtlinien der Verlage. 1909 entstand der Schutzbund der deutschen Schriftsteller, SDS, der Rechtsschutz gegen staatliche Eingriffe in die Literaturschöpfung seiner Mitglieder gewährte. 1921 wurde der Pen Club gegründet, der sich für Weltfrieden und Antirassismus einsetzte. Meinungsfreiheit und das Nichtvorhandensein einer Zensur waren nur vor allem Papier stehende Behauptungen. In Wirklichkeit wurde eine unzensierte Veröffentlichung jeder gestört, zum Beispiel durch das Schutt- und Schmutzgesetz. Dies führte zu zahlreichen Verboten von Büchern. Schmutzgesetz, ja, ich weiß. Und auch Gewisszensur und Verstandszensur, Vernunftzensur und andere Zensuren in dem Kopf. Prosa. Die Prosa schien den Autoren der neuen Sachlichkeit als angemessenste Gattung, um ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Sie unterlegt keinen Formkonventionen und ist die offenste Gattung für Experimente. Die dabei am häufigsten verwendeten literarischen Formen waren Dokumentationen, Reportagen, Sachberichte und Romane. Das Erzählen ist dabei geprägt von philosophischen, historischen, soziologischen, psychologischen Momenten. Zentrale Themen der Romane der neuen Sachlichkeit waren Großstadt, Technik, Wirtschaft, Industrie, Arbeit und Arbeitslosigkeit sowie Lebensumstände und Alltag. So werden zum Beispiel Hochangestellte gezeigt, die von der Arbeitslosigkeit bedroht sind und versuchen, sich davor zu schützen. Neben dem Themenkomplex Großstadt, Industrie und Arbeitslosigkeit spielten auch Kriegsdarstellungen eine wichtige Rolle. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist Erich Maria Remarques im Westen nicht Neues, 1928. Das haben wir gesagt. Lyrik. Das wichtigste Kriterium der Lyrik der neuen Sachlichkeit war die Orientierung am Gebrauchswert. Man spricht daher auch von Gebrauchslyrik. Mit Hilfe lyrischer Gebrauchsanweisungen konnten die Autoren die Rezeption ihrer Werke steuern. Zum Beispiel tat dies Brecht in seiner Hauspostille mit einer Anleitung zum Gebrauch der einzelnen Lektionen. Neben Brecht produzierten auch Kästner, zum Beispiel Scherzaufteile 1928, Gesang zwischen den Stühlen 1932, Tucholsky zum Beispiel der Ideal und Wirklichkeit und Sierzki Gebrauchslyrik.
Drama. Die wichtigsten Theaterformen der neuen Sachlichkeit waren das politische Theater, das Dokumentartheater, das epische Theater und das Volksstück. Zu den wichtigsten bei uns auch immersives Theater. Zu den wichtigsten Volksstückautoren gehörte Karl Zuckmayer mit Werken wie Der fröhliche Weinberg 1925 und Der Hauptmann von Köpenick 1931 mit der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gelang Brecht ein größerer Erfolg als Bühnenautor. Episches Theater. Das epische Theater ist eine Theaterform, die den Zuschauer nicht in eine Illusion einführt, sondern versucht, diese durch bestimmte Verfremdungseffekte zu brechen. Brecht schuf damit eine moderne Theaterform, die mit den Traditionen des Dramas nach Aristoteles oder Lessing radikal brach. Epische Dramen weisen keinen strengen Aufbau wie der Einteilung in Akte und Szenen auf, sondern haben die Form von Episoden. Das Ende ist meist offen. Die Wirkungsabsicht besteht nicht mehr in der Einfühlung des Zuschauers in den Protagonisten. Stattdessen soll eine Distanzierung von Dargestellten erreicht werden, die dem Zuschauer eine Interpretation ermöglicht und ihn zu Veränderungen erkannter Missstände anregt. Der Theaterform nennt man episch, da außerhalb der Handlung ein Erzähler vorkommt. Ein Erzähler. Wegen es episch. Verfremdungseffekte. Erzählerkommentare zum Publikum. Spruchbänder, Plakate, Songs, Chöre. 1930 unternahm Brecht einige der ersten theoretische Überlegungen zum epischen Theater. Diese schrieb er in der Anmerkung zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni nieder. Darin stellte Brecht unter anderem die dramatische Form des Theaters der epischen Form gegenüber. Auch im Musical gibt es literarische Formen: Roman, Roman, Reportage, Dokumentation, Sachbericht, Zeitroman, Montage, Gebrauchslyrik. Ja, es war alles über Weimar. Und zu den Weimar auch gehört Robert Musil. Robert Musil, 1880 geboren, 1942. Musil Hauptwerk, der Mann ohne Eigenschaften, geschaffen 1933, 33 herausgegeben 1952, entwirft ein Kaleidoskop der untergangsreifen österreichisch-ungarischen Monarchie des Vorkriegsjahres 1913 und darüber hinaus des moralischen Weltzustandes der Gegenwart überhaupt. Die Hauptpersonen sind den Wirklichkeitsmenschen als Möglichkeitsmenschen gegenüberstellt, die in ihrem Wesen nicht verhärtet sind. Außerdem erzählen Dramen, Essays, Tagebücher. Ein Mensch ohne Charakter. Человек без характера. Man muss heute Charaktere wohl mit der Laterne suchen gehen. Und wahrscheinlich macht man sich doch noch zu lächerlich, wenn man bei den Tagen mit einem brennenden Licht umhergeht. Человек без хребта можно назвать. Подкаблучник можно назвать. Человек без каких-то свойств. Своих без человека без ориентира. Человек, как сказать, душечка, человек конформист точно. Ich will also die Geschichte eines Mannes erzählen, der immer Schwierigkeiten mit seinem Charakter gehabt hatte, ja, einfach gesagt, der überhaupt nie einen Charakter hatte. На всех соглашается. Doch bin ich mit allen einverstanden. Doch bin ich in Sorge, dass ich vielleicht bloß seine Bedeutung nicht rechtzeitig erfasst habe und ob er nicht am Ende so etwas wie ein Pionier und Vorläufer ist. Wir waren Nachbarskinder, wenn er in der Gedeine der
Kleinigkeiten angestellt. Hattest du die so schön sind, dass man sie nicht gern erzählt, pflegte seine Mutter zu seufzen, denn die Prügel, die sie ihm gab, strengten sie an. Junge, jammerte sie, du hast nicht die Spur von Charakter. Was magst aus dir noch werden? In schweren Fällen würde aber der Herr Vater zu Rate gezogen, dann hatten die Prügel eine gewisse Feierlichkeit und eine erste Würde, ungefähr wie ein Schulfest. Vor Beginn musste mein Freund dem Herrn Oberrecht zu Rechnungsrat eigenhändig einen Rohrstab höhlen, der im Hauptberuf dem Ausklopfen der Kleider diente und vor der Köchin verwahrt würde. Während nach Schluss der Sohn die Vaterland zu küssen und mit Dank für die Zurechtweisung um Verzeihung für die Sorgen zu bitten hatte, die er seinen lieben Eltern verursachte. Mein Freund machte es umgekehrt. Er bettelte und holte von Beginn und Verzeihung und setzte das von einem Schlag zum anderen fort. Weil alles aber einmal vorbei war, brachte er kein Wort mehr hervor, war blaurot im Gesicht, schluckte Tränen und Speichel und suchte durch emsiges Reiben die Spuren seiner Empfindungen zu beseitigen. Ich weiß nicht, fragte dann sein Vater zu sein, was aus dem Jungen werden soll. Der Benjamin hat absolut keinen Charakter. So war in unserer Jugend Charakter das, wofür man Prügel bekommt, obgleich man es nicht hat. Es schien eine gewisse Ungerechtigkeit darin zu stecken. Die Eltern meines Freundes behaupten, wenn sie von ihm Charakter verlangten und ausnahmsweise einmal zu erklären griffen, Charakter sei das begriffliche Gegenteil von schlechten Zeugnissen, geschwänzten Schulstunden, an Hundeschwänze gebundenen Blechtöpfen, Geschwätz und heimlichen Spielen während des Unterrichts, verstockten Ausreden, zerstreuten Gedächtnis und unschuldigen Vögeln, die ein gemeiner Schütze mit der Schleuder geschossen hat. Aber das natürliche Gegenteil von allem waren doch schon die Schrecknisse der Strafe, die Angst vor Entdeckung und die Qualen des Gewissens, welche die Seele mit jener Reue peinigen, die man empfinden konnte, wenn die Sache schief ginge. Das war komplett. Für einen Charakter ließ es keinen Platz in einer Tätigkeit übrig. Er war vollkommen überflüssig. Dennoch verlangte man ihn von uns. Vielleicht hätte es uns einen Anhaltspunkt bieten sollen, was zuweilen während der Strafen erläuten zu meinen Freunden gesprochen würden. Wie? Hast du denn gar keinen Stolz, Bube? Oder wie kann man bloß so niederträchtig lügen? Aber ich muss sagen, dass es mir auch heute noch schwer fällt, mir vorzustellen, dass einer stolz sein soll, wer er eine Ohrfeige bekommt oder wie er einen Stolz zeigen soll, während er übers Knie gelegt wird. Wut könnte ich mir vorstellen, aber die sollten wir ja gerade nicht haben. Und dabei so verhält es sich mit dem Lügen. Wie soll man denn lügen, wenn nicht niederträchtig? Etwa ungeschickt, wenn ich darüber nachdenke, kommt es mir selbst heute noch so vor, als ob man damals am liebsten von uns Buben gefordert hätte, wir sollten aufrichtig lügen. Das war aber eine Art doppelte Anrechnung. Erstens, du sollst nicht lügen. Zweitens, wenn du jedoch schon lügst, dann lüge wenigstens nicht verlogen. Ja. Vielleicht müssen erwachsene Verbrechen so unterscheiden können, da man es ihnen in den Gerichtssälen immer als besondere Bosheit ankreidet. Wenn sie ihre Verbrechen kaltblütig, vorsichtig und mit Überlegung begehen, aber von Buben war das entscheidend zu viel verlangt. Ich fürchte, ich habe bloß deshalb keinen so auffallenden Charaktermangel gezeigt wie mein Freund, weil ich nicht so sorgfältig erzogen würde. Am einleuchtendsten vor allen elterlichen Aussprüchen, die ich mit unserem Charakter befassen, waren noch nie die, welche sein bedauerliches Fällen mit dem Warnung in Zusammenhang brachten.
dass wir ihn einst als Männer vonnöten haben werden und ein solcher ruhiger Mann werden, hieß es ungefähr. Sah man davon ab, dass die Sache mit dem Fohlen nicht ganz klar war. Also bewies das übrige wenigstens, dass Charakter etwas sei, das wir erst später brauchen sollen. Wozu also dann jetzt schon die überfassten Vorbereitungen? Dies wäre ganz das gewesen, was auch wir meinten. Ob zwar mein Freund also damals keinen Charakter besaß, so vermisste er ihn doch nicht. Das kam erst später und begann zwischen unserem 16. und 17. Jahr. Da fingen wir an, ins Theater zu gehen und Roman zu lesen. Von dem Gehirn meines Freundes, das die irreführenden Verlockungen der Kunst lebhafter als das meine aufnahm, ergriffen der Intrigant der städtischen Theater, der zärtliche Vater, der heldische Liebhaber, die komische Person, ja sogar die teuflische Salonschlange, und die bezaubernde naive Besitzer. Er redete nun noch in falschen Tönen, habe aber plötzlich alles an Charakter in sich, was es auf der deutschen Bühne gibt. Wenn er etwas versprach, konnte man nie wissen, ob man sein Ehrwort als Held oder als Intrigant besaß. Es geschah, dass er heimtückisch begann und aufrichtig endete. Wie auch umgekehrt. Er empfing uns Freunde polternd, um uns plötzlich mit dem eleganten Lächeln des Bon Vivants Platz und Schokoladenbonbons anzubieten oder unartig und zwetterlich entstellt, dabei die Zigaretten in unsere Taschen. Doch war das harmlos und oft im Vergleich mit den Wirkungen des Romanlesens. In den Roman finden sich die wundervollsten Verhaltensweisen für unzählige Lebenslagen beschrieben. Der große teuflische Salonschlange. Ja. In den Romanen finden sich die wundervollsten Verhaltensweisen für unzählige Lebenslagen beschrieben. Der große Nachteil ist aber der, dass sich die Lebenslagen, in die man gerät, niemals ganz mit denen decken. Für die in den Roman vorgesehen ist, was man zu tun und zu sagen hat. Die Weltliteratur ist ein höheres Magazin, wo Millionen Seelen mit Edelmut, Zorn, Stolz, Liebe, Hohn, Eifersucht, Adel und Gemeinheit bekleidet werden. Wenn eine angebetene Frau unsere Gefühle mit Füßen tritt, Gebetete. So wissen wir, dass wir ihr einen straffen, seelenvollen Blick zuzuwenden haben. Wenn eine Schurke eine Waise misshandelt, so wissen wir, dass wir ihn mit einem Schlage zu Boden schmettern müssen. Aber was sollen wir tun, wenn die angebetene Frau unmittelbar nachdem sie ihre Gefühle mit Füßen getreten hat, die Tür ihres Zimmers zuschlägt, so dass sie unser seelenvollen Blick nicht erreicht? Ja. Oder wenn zwischen dem Schurken, der ich hatte, solche Probleme. Ich las Romane und Erzählungen und das kommt nicht in der Wirklichkeit. Verschiedene Situationen, Verhandlungen und so. Oder wenn zwischen dem Schurken, der die Waisen misshandelt und uns ein Tisch mit kostbaren Gläsern steht, sollen wir die Tür einschlagen und dann durch das Loch einen sanften Blick zu werfen? Und sollen wir sorgfältig die teuren Gläser abräumen, ehe wir zum empörten Schlag auszuhöhlen? Ich hatte eine solche Situation. In solchen wirklich wichtigen Fällen lässt einen Literatur
immer im Stich. Vielleicht wird es in einigen hundert Jahren, wenn noch mehr beschrieben ist, besser sein. So entstand Psychologie, Psychology, statt Literatur. Wie kann man in die Literatur be benennen? Nach wie Literaturhelden oder erklären unsere Benehmen durch Psychologie. Damals entdeckte mein Freund, wie viel bequemer es wäre, als einziger Charakter seinen eigenen zu besitzen, und begann diesen zu suchen. Aber er geriet in neue Abenteuer. Ich traf ihn nach Jahren wieder, als er den Beruf eines Rechtsanwalts ergriffen hatte. Er trug Brillen, rasierte sich den Bart und sprach mit leiser Stimme. Du siehst mich an, bemerkte er. Ich konnte es nicht leugnen. Irgendetwas hieß mich in seiner Erscheinung eine Antwort suchen. Sehe ich aus wie ein Rechtsanwalt? Es passierte Metamorphosen mit diesem Mann. Er veränderte. Nicht in der Kindheit war er so frech und in der Erwachsenheit würde er sehr anständig, so in der Krawatte sehr gut benehmend. Ich wollte es nicht bestreiten. Er erklärte mir, Rechtsanwälte haben eine ganz bestimmte Art, durch ihre Neffergläser zu blicken, die anders ist als zum Beispiel wie die Ärzte. Es lässt sich auch sagen, dass alle ihre bewegenden Wörter spitzer oder zackiger sind als die rundlichen und knorrigen der Theologen. Sie unterscheiden sich von ihnen wie ein Feuilleton von einer Predigt mit einem Wort. So wenig ein Fisch von Baum zu Baum fliegt, so sehr sind Rechtsanwälte in einem Medium eingetaucht, das sie niemals verlassen. Berufscharakter, sagte ich. Mein Freund war mit mir zufrieden. Es ist nicht so einfach gewesen, bemerkte er. Als ich anfing, habe ich einen Christusbart getragen, aber mein Chef hat es mir verboten, weil es nicht zum Charakter eines Rechtsanwalts passte. Darauf habe ich mich wie ein Maler getragen und als es mich verwehrt würde, wie ein Seefahrer auf Urlaub. Um Gottes Willen, warum, frage ich. Weil ich mich natürlich dagegen wehren wollte, einen Berufscharakter anzunehmen, gab er zur Antwort. Das Schlimme ist, dass man ihm nicht entgehen kann. Es gibt natürlich Rechtsanwälte, die wie Dichter aussehen und Bänse-Dichter, die wie Gemüseverkäufer aussehen. Gemüseverkäufer, Denkerköpfe besitzen. Sie alle haben aber etwas von einem Glasauge oder einem angeklebten Bart an sich. Ich sehe nicht warum, aber es ist doch so, er lächelt in seinen Raum, fügte er ergebend hinzu. Wie du weißt, habe ich doch nicht einmal einen persönlichen Charakter. Ich erinnere ihn an die vielen Schauspielercharaktere. Das war erst die Jugend, ergänzte er seufzend. Wenn man ein Mann wird, bekommt man noch einen Geschlecht, einen Zahnall, einen Staats-, einen Klassen-, einen geografischen Charakter dazu. Man hat einen Charakter der Handschrift, der Handlinien, der Schädelform, und womöglich nur einen, der aus der Konstellation der Gestirne im Augenblick der Geburt folgt. Mir ist das, ich hatte auch solche Probleme der Orientierung. Ich-Krise, sogenannte. Ich-Bestimmung-Krise. Mir ist das zu viel. Ich weiß nie, welchen meiner Charaktere ich recht geben soll.
Wieder kam sein stilles Lächeln zum Vorschein. Zum Glück habe ich eine Braut, die von mir behauptet, dass ich überhaupt keinen Charakter besitze, weil ich mein Versprechen, sie zu heiraten, noch nicht eingehalten habe. Ich werde sie gerade deshalb heiraten, denn ihr gesundes Urteil ist mir unentbehrlich. Wer ist deine Braut? Welchem Charakter nach? Aber weißt du, unterbrach er das. Sie weiß trotzdem immer, was sie will. Sie ist ursprünglich ein reizender, hilfslos kleines Mädchen gewesen. Ich kenne sie schon lange, aber sie hat viel von mir gelernt. Wenn ich lüge, findet sie es entsetzlich. Wenn ich morgens nicht rechtzeitig ins Büro gehe, behauptet sie, ich werde niemals eine Familie erhalten können. Wenn ich mich nicht entschließen kann, eine Zusage einzuhalten, die ich gegeben habe, so weiß sie, dass das nur ein Schuft tut. Mein Freund hält noch einmal. Er war damals ein liebenswürdiger Mensch und jeder Mensch sah freundlich lächelnd auf ihn herab. Lubiasnyj. Niemand nahm ernstlich an, dass er es zu etwas bringen werde. Никто не думал, что он такое скажет. Schon an seiner äußeren Erscheinung fiel auf, dass sobald er zu sprechen anfing, jedes Glied seines Körpers in andere Lage annahm. Die Augen wichen zur Seite aus, Achsel, Arme und Hand bewegten sich sie nach entgegengesetzten Richtungen. Wie gesagt, er war damals ein liebenswürdiger Mensch, bescheiden, schüchtern, ehrfürchtig. Und manchmal war er auch das Gegenteil von all dem, aber man blieb ihm schon aus Neugier geworden. Als ich ihn wieder sah, besaß er ein Auto, jene Frau, die nun sein Schatten war, und eine angesehene, einflussreiche Stellung. Wie er das angefangen hat, weiß ich nicht, aber was ich vermute, ist, dass das ganze Geheimnis darin lag, dass er dick wurde. Es ist nicht leicht, alles zu tragen, kann man sagen. Sein eingeschüchtertes, bewegliches Gesicht war fort. Genauer gesehen, es war noch da, aber es lag unter einer dicken Hülle von Fleisch. Seine Augen, die einst, wenn er etwas angestellt hatte, so rührend sein könnten, wie die eines traurigen Äffchens, hatten eigentlich ihren aus dem Inneren kommenden Glanz nicht verloren. Aber zwischen den hochgepolsterten Wangen hatten sie jedes Mal Mühe, wenn sie sich nach der Seite drehen wollten, und stierten darum mit einem hoffentlich gequälten Ausdruck. So war nun auch der Mensch geworden. Sein irrlichtender Geist. Irrlichtender Geist. Hat feste Wände und dicke Überzeugungen bekommen. Manchmal blitzt noch etwas in ihm auf, что-то в нем еще просвечивало и исходило. Aber es verbreitete keine Helligkeit mehr in den Menschen, sondern war ein Schuss, den er abgab, um zu imponieren oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Er hatte eigentlich viel gegen früher verloren. Von allem, was er äußerste, ging jetzt 12 auf 1 Dutzend. Wenn das auch 1 Dutzend guter, verlässlicher wäre, war. Und seine Vergangenheit behalte er so, wie man sich an eine Jugendtorheit erinnerte. Einmal gelang es mir, ihn auf unseren alten Gesprächsgegenstand, den Charakter, zurückzubringen. Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung des Charakters mit der Kriegführung zusammenhängt, legte er mit in atemknapper Sprache dar. Und dass er darum heute auf der ganzen Welt nur noch unter Halbwilden zu finden ist. Denn der mit Messer und Speer kämpft, muss ihn haben, um nicht den kurzen
zu ziehen. Welchen noch so entschlossene Charakter hält aber gegen Panzerwagen, Flammenwerfer und Giftwolken stand? Das wird heute brauchen Sie nicht Charakter, sondern Disziplin. Ich hatte ihm nicht widersprochen, aber das Sonderbare war, und darum erlaubte ich mir auch, diese Ringe niederzuschreiben, dass ich, während er so sprach und ihn sah, immer da das Empfinden hatte, der alte Mensch sei noch in ihm. Er stand in ihm von der fleischigen größeren Wiederholung der ursprünglichen Gestalt eingeschlossen. Sein Blick stach im Blick des anderen, sein Wort im Wort. Es war fast unheimlich. Ich habe ihn inzwischen noch einmal wiedersehen und dieser Eindruck hat sich jedes Mal wiederholt. Es war deutlich zu sehen, dass er, wenn ich so sagen darf, gerne einmal wieder ganz ans Fenster gekommen wäre. Aber irgendetwas verhinderte ihn daran. Ja, verstand. Er war dieser Held, war Rebell. Er hatte etwas Lebendiges in seinem Herz, etwas so Bewegliches, er war, aber er unterdrückte sich selbst und würde als andere in der Gesellschaft, würde der Bürger, einfach Bürger. Also, es notierte Robert Musil. Aber er war an dem Rand, dieser Mensch, aber er überwand sich selbst und lebt weiter und sagte, dass es ich bin Teil der Gesellschaft und man muss nur Disziplin haben. Also, sehr traurig. Beantworten Sie folgende Fragen. Warum wird hier nämlich von diesem Mann erzählt? Es handelt sich um einen Junge, der immer bestraft worden war, immer bestraft worden war durch Eltern, Vater, Mutter, Lehrer. Er immer weinte. Sie erzogen ihn, aber und er wurde später